Herzlich willkommen zur Meditation für liebevolles Angenommensein. Selbstakzeptanz, Selbstliebe, Selbstvertrauen stärken. Mein Name ist Sebastian und ich werde die Meditation leiten, die du hier auf dem Kanal auch als Hypnose findest. Schau doch mal in die Videobeschreibung, da findest du den Link. Wenn dir die Meditation unseres Kanals gefallen, dann gib mir einen Daumen hoch und klick auf Abonnieren. Vielen Dank. Mach es dir nun bequem. Lege oder setze dich hin, so wie es für dich angenehm ist. Wenn du magst, kannst du diese Meditation im Bett hören, vor dem Einschlafen. Und nun wünsche ich dir viel Freude und eine ganz besonders angenehme Entspannung. Löse dich nun von all den negativen Aspekten, die du möglicherweise heute mit dir herumträgst. Über deine Atmung kannst du dich von diesen negativen Elementen lösen. Stelle dir diese negativen Anhaftungen wie dunkle Schlacke vor, die du mit der Ausatmung von dir löst und weit, weit in die Ferne wirfst. Und mit der Einatmung nimmst du gute, angenehme, lichtvolle Energie in dich auf. Du atmest aus und löst all die negativen Anhaftungen. Und du atmest ein und nimmst gute, angenehme Lichtenergie auf. Und du atmest aus und all die negativen Dinge lösen sich und fliegen weit, weit weg. Und du atmest ein und nimmst gute, liebevolle, angenehme Kraft auf. Und du atmest aus und löst all die negativen Anhaftungen von dir ab. Und diese negativen Dinge verschwinden weit, weit in der Ferne. Und du atmest goldene, angenehme, gute Energie ein. Und du atmest aus und all der Dreck löst sich von dir und fliegt weit, weit, weit weg. In die Ferne. Und du atmest reine, gute, sehr angenehme Liebe ein. Und du atmest aus. Und du atmest ein. Und so weiter. Du kannst Dinge, Szenen,
ja ganze Welten vor deinem inneren Auge erschaffen. Du kannst dir Menschen vorstellen, wie sie sich verhalten, und du kannst sogar entscheiden, wie du dich selbst verhältst, wie du dich fühlst und was du erreichen möchtest. Du weißt, dass du dir vorstellen kannst, was du dir selbst wünschst. Du kannst dir einen Wunsch vorstellen, ihn mit allen Sinnen in deiner inneren Vorstellungswelt kreieren. In dir öffnet sich nun ein innerer Raum, geschaffen durch deine eigene Vorstellungskraft. Du selbst erschaffst diesen Raum. Wenn du magst, kann er steinerne Wände haben. Wenn du magst, kann er ein großes, breites Fenster haben, das dir einen wunderschönen Blick auf eine traumhaft schöne Landschaft bietet. Entscheide dich nun auch, was du in diesem Raum siehst. Dort stehen Möbel, ein gemütliches Sofa, eine offene Küche, edle Schränke, ein gefülltes Bücherregal, schöne Bilder an den Wänden, vielleicht Musikinstrumente und einiges mehr. Und nun betreten Menschen diesen Raum. Frauen und Männer, deine Freunde, die deine Einladung zu einem angenehmen, geselligen Abend gefolgt sind. Du kennst diese Leute. Sie sind dir vertraut. Sieh, wie sie sich hinsetzen, unterhalten. Vielleicht scherzen sie miteinander. Du fühlst dich mit diesen Menschen verbunden. Und auch sie fühlen sich gut in deiner Nähe. Schau ihnen eine Weile zu, wie sie freundlich miteinander umgehen. Sie verstehen sich. Sie vertrauen einander. Sie freuen sich bereits, dass du zu ihnen kommst. Sie freuen sich darauf, dich zu sehen. Und nun gehst du zu ihnen. Langsam betrittst du den Raum. Du bemerkst, wie sich die Stimmung hebt. Die anderen freuen sich, dich zu sehen. Sie lächeln dir zu. Sie winken dir. Sie freuen sich, dass du da bist. Du gehst zu ihnen.
deine Freunde und du. Ihr habt euch heute hier zusammengefunden, um etwas Besonderes zu erfahren. Und deine Freunde sind schon sehr interessiert daran. Heute geht es nämlich um dich und die Wertschätzung, die dir deine Freunde entgegenbringen möchten. Du setzt dich in einen einzelnen Sessel, der dem Sofa, auf dem die anderen sitzen, gegenübersteht. Du machst es dir bequem. Und du schaust die anderen an. Jedem Einzelnen schaust du kurz ins Gesicht. Dann schließt du in deiner Fantasie die Augen. Jeder Einzelne deiner Gäste sagt dir nun nacheinander, was sie oder er an dir mag, schätzt, gut findet und vielleicht sogar sehr liebt. Eine Frau beginnt. Du kennst sie gut. Sie begleitet dich schon eine Weile. Du erkennst ihre Stimme und sie sagt dir, was sie gut an dir findet. Stelle dir nun vor, wie diese guten, liebevollen Worte bei dir Gehör finden und ganz tief in dich hineinsinken und dich von innen mit angenehmen, guten Gefühlen erfüllen. Und während du dir die guten Worte dieser Frau vorstellst, weißt du bereits, was die Kernaussage dieser Worte ist? Du bist ein guter Mensch. Du bist ein liebevoller, wertvoller Mensch. Du bist wichtig. Sei bei uns. Wir mögen dich. Wir brauchen dich. Wir lieben dich so, wie du bist. Und nun sagt dein Mann etwas. Du erkennst ihn an der Stimme. Er ist dir vertraut und auch er sagt etwas Gutes über dich. Er begründet sehr gut, warum du für ihn ein wertvoller, guter Mensch bist. Hör mal zu und stell dir vor, wie du von diesem Mann liebevolle, angenehme Worte hörst. Und während du dir die guten Worte dieses Mannes vorstellst, weißt du bereits, was die Kernaussage dieser Worte ist. Ich mag dich, wie du bist. Du bist ein guter Mensch, ein Freund, jemand, dem man absolut vertrauen darf. Es ist ein Geschenk, dass du da bist und dass du so bist, wie du bist. Und nun sagt eine andere Frau etwas. Du kennst sie noch nicht so lange, aber sie ist dir bereits etwas vertraut geworden. Und irgendwie findest du sie sympathisch. Höre nun die Worte dieser Frau, wie sie etwas Liebevolles über dich sagt. Ich sehe dich und ich weiß, dass ich dich kenne. Ich kenne dich, all deine Seiten. Und wenn du mal da bist und ich dich sehe, dann weiß ich, dass du ein guter Mensch bist. Ich weiß es einfach. Und das
Das freut mich. Das macht mich glücklich, wenn du da bist. Und nun ist wieder ein Mann an der Reihe. Du kennst ihn seit ein paar Wochen. Er ist nett, freundlich und es ist angenehm, wenn er da ist. Lausche nun seinen Worten und was er Gutes über dich berichtet. Hey, wenn du da bist, dann ist es so, als würde ein Licht angehen. Du erhältst nicht nur den Raum, du erhältst deinen ganzen Straßenzug. Du bist wirklich ein Mensch, mit dem ich gern bin. Ich freue mich immer, wenn wir sprechen. Und nun spricht eine Frau wieder zu dir. Du kennst sie schon lange und du vertraust ihr. Du bist ein Licht in der Dunkelheit. Für mich immer. Durch dich dürfte ich lernen, was Vertrauen bedeutet. Da zu sein. Gemeinsam in einem Raum ohne Erwartungen. Und ohne Ansprüche. Einfach nur sein. Einfach zusammen sein. Gemeinsam sein. Sein. Gemeinsam. Wir verstehen uns ohne Worte. Wir haben Verständnis füreinander. Und wir sind freundlich. Wirklich freundlich zueinander. Ja, wenn ich an dich denke, dann weiß ich, dass alles gut ist, wie es ist. Und so geht es weiter und weiter. Viele Menschen sagen etwas Gutes und Schönes über dich. Und jeder ist in seinen Aussagen individuell. So weißt du, dass du ein vielseitiger Mensch bist. Mit vielen Talenten, mit vielen Facetten. Und egal welcher Perspektive du lauschen durftest, sie alle finden etwas Gutes an dir. So viel Gutes von so vielen Blickwinkeln. Du bist, wenn du dich rundum betrachten würdest, ein rundum guter, wertvoller Mensch. Du darfst dich selbst gut finden. Inzwischen ist es spät geworden. Die Gäste machen sich langsam auf, zu gehen. Sie bedanken sich für den schönen Abend und umarmen dich nacheinander. Stell dir vor, wie du deine Gäste verabschiedest, wie sie dich umarmen und dir noch einmal sagen, wie schön sie den Abend fanden.
dem alle gegangen sind, gehst du in die Mitte des Raumes. Du setzt dich wieder in den Sessel. Und du atmest tief durch. Du spürst die angenehme Atmosphäre des Raumes, die Freundlichkeit, die Herzlichkeit. Und du gehst nun innerlich durch deinen Körper und du gestattest dir Kraft der gehörten angenehmen Worte, dich selbst zu mögen und wert zu schätzen. Du magst alles an dir. Beginnend mit deinen Füßen und Beinen. Du magst deine Hüfte und du magst auch deinen Bauch. Du magst deinen Rücken. Du magst deine Brust. Du magst deinen Hals, deinen Nacken, deine Schultern und du magst deinen Kopf. Du magst deinen Mund, deine Nase, deine Augen. Du magst deine Haare. Alles an dir ist wertvoll. Und nun denkst du an drei deiner Eigenschaften, die du wertvoll findest. Vielleicht sind es Eigenschaften, die deine Freunde gelobt haben. Vielleicht sind es charakterliche Eigenschaften, Talente, die du selbst sehr gut findest. Denke nun an drei Dinge, die du bei dir richtig gut findest. Du bist ein wertvoller Mensch. Du bist ein liebevoller Mensch. Du bist ein Mensch, der seinen eigenen unverwechselbaren Wert erkennt. Und du bist ein rundum liebenswerter Mensch. Du bist ein wertvoller Mensch. Du bist ein liebenswerter Mensch. Du erkennst deinen eigenen unverwechselbaren Wert. Nimm die guten Gefühle aus dieser Sitzung nun mit. Nimm sie mit. Und du wirst wacher und wacher. Immer wacher und wacher.
und du öffnest deine Augen. Willkommen. Schön, dass du da bist. Genieße deinen Tag. Und wenn du gerade im Bett liegst und die Nacht steht dir bevor, dann wünsche ich dir einen angenehmen Schlaf. Und wenn der Tag gerade beginnt, dann freu dich darauf. Genieße jeden Moment. Dabei wünsche ich dir viel Freude, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.